Custom Cells ist ein junges Hightech-Unternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriezellen. Hervorgegangen ist Custom Cells aus dem Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnik in Itzehoe. Custom Cell zeigt eigentlich auch, dass Deutschland mittlerweile auch an der Spitze der Lithium-Ionen-Batteriezellen mitarbeitet. Unternehmensstandorte von Custom Cells sind Itzehoe und Tübingen. Hohe Aufmerksamkeit erhielt Custom Cells im letzten Jahr 2021 mit der Gründung des Joint Ventures Cellforce Group. Am Joint Venture sind Porsche mit 84% und Custom Cells mit 16% beteiligt. Wir sind zusammen mit Benno Leutner. Benno Leutner ist verantwortlich für den gesamten Entwicklungsstandort Itzehoe bei Custom Cells. Herr Leutner, welche Trends sehen Sie bei den Batteriezellen im Automotive-Bereich und wie wird sich die Sache in welche Richtung entwickeln? Es sind zwei Aspekte. Das eine sind die Technologie, das heißt das ganze Thema Richtung Schnellladen zukünftig, die Energiedichte weiterzuentwickeln. Und natürlich auch ein wesentlicher Faktor wird eine Kostensenkung sein, dass auch dann batterieelektrische Fahrzeuge zukünftig deutlich günstiger auch mitfahren können. Auf der anderen Seite gibt es genau auch so das Design, das heißt mittlerweile auch Cell-to-Pack oder Cell-to-Chassis. Das sind genauso auch Themen, die dort zukünftig auch kommen. Das heißt, wie sieht der Aufbau von der Batteriezelle aus für den Automobilbereich auch in Zukunft? Viele reden ja über die Feststoffzelle oder Solid-State-Batterie. Es wird gesagt, dass er spätestens 2030 im Markt sein soll. Einige reden schon von 2025. Wie sehen Sie die Möglichkeit, wann diese Technologie in die Umsetzung gehen könnte? Ja, Custom Cells beschäftigt sich mit der Industrialisierung von neuen Technologien. Das heißt, auch die beste Technologie ist natürlich wertlos, wenn sie nicht industrialisiert werden kann. Und wir halten es im aktuellen Schritt natürlich für eine Herausforderung, diese neue Technologie auch noch deutlich früher zu skalieren, als es aktuell angedacht ist oder wie Sie gerade auch mit 2030 auch beschrieben haben. Aber definitiv gibt es Möglichkeiten, sowas auch nach vorne zu ziehen. Nach vorne würde bedeuten, vielleicht 2025 schon, kann man sowas schon sagen oder ist es zu viel Spekulation? Das ist vielleicht ein bisschen sehr früh, aber Minimum 2, 3 Jahre nach vorne zu ziehen, das heißt ab 2026, 2027, das halte ich dann für realistischer. Also es bewegt sich sehr viel im Batteriefeld. In Deutschland entstehen ja überall fast schon Gigafabriken, Gigafactories. Sehen Sie eigentlich Nachholbedarf bei den deutschen Zulieferern, weil überwiegend ja Asiaten unterwegs sind, um diese neue Zellfabriken aufzubauen? Also wir sehen das auch mit unserer Batteriezellproduktion auch dann in Süddeutschland, dass natürlich ein gewisser Nachholbedarf auch da ist, was dann Erfahrung angeht. Aber diese Erfahrung kann man aufbauen und auch diese Zellen, die zukünftig auch nachgefragt werden mit dem hohen Volumen, das ist auf jeden Fall was, wo auch die deutsche Industrie auf jeden Fall auch mit reingehen sollte. Es gibt sehr viele Potenziale. Und ich glaube aber auch, dass wir in Deutschland einen sehr starken Maschinenbau auch haben, eine sehr starke Branche, die sich mit der Produktion von Batteriezellen eben auch auskennt und die man eben da auch verknüpfen müsste. Das war ein kurzer Einblick in die Themen, die Benno Leutner beim Fachvortrag beim nächsten Car-Symposium präsentieren wird. Wird hochspannend. Das haben die kurzen Fragen und Antworten zu Benno Leutner schon gezeigt. Wir sind gespannt auf den Vortrag und die Diskussionen mit Ihnen zum Thema Lithium-Ionen-Zellen beim nächsten Car-Symposium in Bochum.